So, jetzt war ich gerade auf dem Weg nach Woodbridge, weil das eine sehr schöne, weil das eine sehr schöne Stadt sein soll. Und jetzt fängt das an zu regnen. Also es hat vorhin schon ein bisschen geblitzt. Continue on Richmond Highway for about 2 miles. Hat es vorhin schon mal ein bisschen geblitzt. Aber mal schauen. Ich hoffe, das Wetter hält nicht, dass es so wie gestern wird. Ich will nicht schon wieder nass werden. Jesus. Are you German? Ja. Dann können wir auch Deutsch sprechen. Ist das Feuerwehr oder ist das Katastrophen? Oder? Nee, das ist Feuerwehr. Ja, okay. Feuerwehr, Ambulanz, okay. Polizei, wenn einer kommt, kommen alle. Okay. Oh, yeah. So, fahren wir hier runter. Da ist einer da. Da hinten? Ja. Jetzt höre ich noch einfach. Ich bin hier, wie gesagt, in Bridgewood. Ich habe jetzt hier eben unter dem Pavillon gestanden mit einer deutschen Familie, also Mutter und Sohn, die hier wohnen zufällig. Die sind mit dem Hund spazieren gegangen. Hinter mir sieht man die Feuerwehr. Also hier geht gerade echt die Welt unter. Es war auch ganz kurz Stromausfall, das hat man vielleicht wohin gesehen. Also das Licht kommt und geht. Ich bin jetzt mal auch zum Auto gerannt. Die sind von ihrem Vater oder von ihrem Ehemann abgeholt worden. Die ganze Straße hier steht unter Wasser. Sie hat mir auch den Tipp gegeben, dass bei den Wetterverhältnissen die Interstate auch unter Wasser steht. Deswegen hat sie gesagt, warte im Auto. Ich bin schon wieder klitschnass. Jetzt kann ich das Hemd von gestern anziehen. Da auch eben wieder, was war das, Polizei oder sowas mit weißem Blinklicht. Sie sagt, warte hier am besten. Das mache ich auch. Man hört es. Also es geht echt heftig gerade zu hier. Also es ist nicht so wie ein leichtes Gewitter, sondern ehrlich, ich bin die 5 Schritte unterm Pavillon bis hierher und ich bin noch nasser als gestern in Maryland. Sie hat gesagt, das Wetter, es hat wohl gestern, als ich in Maryland war, auch hier so geschüttet. Sie sagt, das Wetter, so wie es momentan ist, war seit langem nicht mehr. Sie hatten seit Wochen keinen Regen. Ist echt krass. Ja, hoffen wir mal das Beste. Hinter mir immer noch die Feuerwehr. Also die Scheibenwischer sind jetzt hier schon auf volle Stufe und trotzdem kommen sie nicht hinterher. Also die Straße steht, wie gesagt, unter Wasser. Man sieht es hier auch ein bisschen. Also ich stehe hier wirklich im Wasser. Das ist nicht benetzt, sondern die Straße steht unter Wasser. Und es kommt hier echt runter, sieht man das? Deswegen ist hier auch die Feuerwehr. Ach du Scheiße. Hey, das schüttet echt heftig. Ich trau mich mal. Ich mach mal das Fenster einen Spalt auf. Oh nee, das war eine ganz doofe Idee. Das war eine ganz doofe Idee. Ich lerne es aber auch nie, ne? Das wird was. Aber unter dem Pavillon ging es wirklich einfach nicht mehr. Da wurde es immer nasser und nasser. Und es war jetzt auch eine gute Idee, wie ich sehe, einmal durch den Regen zu rennen. Das macht richtig Freude. Jetzt fährt die Feuerwehr vorwärts. Weg ist sie. Jemand ist mutig und fährt. Oh, jetzt geht richtig der Wind los. Oh Gott, das Auto wackelt! Um Gottes Willen, das Auto wackelt! Ich verarsche euch nicht! Oh je! Scheiße! Oh mein Gott, oh Gott, da kommt voll der Wind von der Seite. Seht ihr den Baum? Wie der Wind hier geht? Ach du Scheiße! Das Auto hat eben richtig... Oh mein Gott! Fragt andere Leute, die mich kennen. Ich schreie normalerweise nicht wie ein Mädchen, ne? Das ist eben echt heftig gewesen. Und es wackelt schon wieder. Boah. Schön. Es ist richtig schön. Leck mich, ey. Warum habe ich so ein Wetter erwischt? Ey, und der Wind geht und geht und geht. Aber ich krieg das nicht mehr scharf gestellt.
Boah, der Wind geht echt scheiße. Das ist echt nicht mehr schön. Seht ihr den Baum? Alter Vater. Ich fühle mich wie in der Waschanlage. Oh mein Gott. Ich habe euch alle ganz doll lieb. Sorry, dass es, ich muss mal ganz kurz hier hin, sonst wird es gar nicht mehr scharf hier. Ach, du Scheiße. Ich stehe, ne? Ich fahre nicht. Und trotzdem peitscht der Wind hier so. Da war eben wieder die Polizei, die hier eine Runde dreht. So kann man die überhaupt sehen. Belmont Bay Drive, 4.9 miles. Alter! Das ist echt nicht lustig. Continue on Jefferson Davis Highway for about 9 miles. Und wie angekündigt, allerdings in die andere Richtung, der Verkehr steht. Der Verkehr. Oh. Und hier steht die Straße unter Wasser. Hier steht die Straße unter Wasser, zumindest auf meiner Spur. Lass uns vielleicht auch mal auf die andere gehen, so wie er hier. Ei, was ein Stau! Okay, aber ich sehe auch so gut wie gar nichts mehr. Okay, ich soll rüber. Okay, und da ist jetzt eine richtige Pfütze in der Straße. Seht ihr das? Die Straße steht unter Wasser. Boah. Und da kommt es runter. Boah, an der Seite. Man sieht es leider nicht, weil es dunkel ist. Boah, die Straße steht unter Wasser. Zum Glück geht es hier bergauf. Boah, das Auto sieht jetzt bestimmt aus wie sonst was. Zum Glück habe ich es euch vorhin gezeigt. Puh. Was ist hier los? Da ist Warnblinker an. Das war nur eine Motorpanne. Aber man will ja höflich sein, gell? Oh, es lässt nach. War sein Glück. Und jetzt ins warme Zimmerchen. Weil es über eine Stunde gebraucht für eine Strecke, für die man eigentlich 13 Minuten braucht. Ja, ja.